Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Jetzt seht ihr das Titelbild und einige von euch werden sich sicherlich wundern, was ist das denn für ein Bild? Doch einige von euch werden sicherlich wissen, was das ist. Das ist die sogenannte Stalingrad Madonna, eine Kohlepapierzeichnung oder eine Zeichnung mit einem Kohlestift auf Papier auf der Rückseite von einer russischen Landkarte, die im Kessel von Stalingrad angefertigt worden ist und dann den Weg mit einem verwundeten Soldaten, der mit einer Ju-52 ausgeflogen wurde, es noch nach Deutschland geschafft hat. Gemalt wurde diese Zeichnung von einem Lazarettarzt, und zwar, das war der, jetzt muss ich noch mal kurz, Kurt Räuber, so heißt er genau, und das wurde zum Synonym für die Eingeschlossenen im Kessel. Dieser Herr Räuber, der hat den Krieg leider nicht überlebt, er ist in Gefangenschaft verstorben, das ist eine andere Geschichte. Wie komme ich denn jetzt darauf? Also wir fangen natürlich am Anfang an. Also zum Ersten, ich bin vor ein paar Jahren in der Kirche gewesen zu Weihnachten. Also ich gehe öfter mal in die Kirche, so ist das ja nicht. Aber ich war dann vor ein paar Jahren in der Kirche und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da dachte ich mir, boah, jetzt hier Weihnachtsgottesdienst und so, ist immer ein bisschen langweilig und so. Und naja, hin und her. Und dann wurden ja am Eingang und diese Zettel verteilt, wo dann eben die Predigt noch so ein bisschen drauf ist, was kommt und die Lieder und der ganze Kram. Und unter anderem war das Deckblatt diese Madonna von Stalingrad. Und da habe ich gedacht, was geht denn jetzt? Und dann hat der Pastor Geschichten erzählt aus dem Kessel von Stalingrad am Weihnachtsgottesdienst. Und da war ich natürlich hellwach und habe auch zugehört. Und das hat mich irgendwie, also das habe ich mir so irgendwie weggepackt im Kopf. So, jetzt geht es auf Weihnachten zu und schwuppdiwupp kriegte ich von dem Christoph eine E-Mail mit einem Feldpostbrief. Und dieser Feldpostbrief, ob ich den irgendwann mal vortragen kann oder einbauen kann, und passte noch nicht ganz so richtig. Und als ich den dann nochmal durchlas, war da auch was über Stalingrad drin. Da war der noch nicht im Kessel, der Kamerad, aber es ging halt um Stalingrad. Und daraufhin habe ich mir gedacht, das wäre doch bestimmt mal ganz interessant, in der Vorweihnachtszeit Briefe vorzutragen aus dem Kessel von den Soldaten, die dort eingeschlossen waren. Und das war ja um die Weihnachtszeit, wo das da alles drunter und drüber ging. Ja, und das wollte ich gerne mal machen. Und somit habe ich den Björn kontaktiert. Der Björn hat ja das Buch erstellt, Gefallen und Vermisst. Also ein sehr gutes Buch, kann ich am Ende nochmal einblenden. Und da sind natürlich auch Briefe drin von Soldaten, die in und um Stalingrad gekämpft haben und auch nicht mehr nach Hause kamen. So, jetzt habe ich mir 5 Briefe rausgesucht. Die würde ich jetzt mal vortragen und einfach mal so ein bisschen wirken lassen. Ich werde auch dann am Ende nicht nochmal irgendwas erzählen, sondern einfach das dann ausklingen lassen, dann nochmal das Buch zeigen und dann soll es das gewesen sein. Und ich habe immer so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich das lese, weil ich dann immer an meine Großväter denke, die dann auch an der Ostfront waren. Und wenn man dann überlegt, wer alles nicht zurückgekommen ist und die Ängste und Sorgen der Männer dort, das ist schon, das nimmt einen schon so ein bisschen mit. Aber gut, ich muss uns erstmal ein bisschen damit befassen. Also das wird nicht so ganz so leicht, aber ich hoffe, es kommt doch ein bisschen an, dort, wo es ankommen soll. Ja, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Obergefreiter Stefan Blatzowich, geboren 11.08.1919, vermisst in Stalingrad, Dezember 1942. Liebe Oma, Tante Mare und Justina, zu Beginn meines Briefes sende ich euch viele Grüße und wünsche euch Gesundheit, die ich, Gott sei Dank, noch habe. Ich habe jetzt Freizeit und wir haben unsere Post wieder bekommen, also schreibe ich dir wieder. Wie ist der Herbst für dich? Sie werden viel Arbeit haben. Lass auch das Wetter halten. Es hat hier viel geregnet und die Nächte werden sehr kalt. Oma, du kannst immer noch aufstehen, aber ich weiß, dass du nicht viel laufen kannst. Und Onkel, was ist mit ihm? Ich habe dir bereits geschrieben, dass es hier nichts gibt als die sogenannte Donnersteppenwüste. Wir bauen Bunker, weil wir den ganzen Winter hier bleiben müssen. Ich bin wieder sehr hungrig, aber es gibt grausam wenig zu essen. Solange der Winter nicht zu hart ist und es nicht zu viel Schnee gibt, werden wir es irgendwie schaffen, so Gott will. Ich werde meine Eltern auf der anderen Seite einen Brief schreiben. Also gib ihnen diesen bitte, um ihn zu lesen.
Ich sende dir wieder viele Grüße und bleibe auf Gottes Seite. Steffe. Der Brief an die Eltern. Liebe Eltern, ihr müsst fast jeden Tag Briefe erhalten haben, weil ich euch in den letzten Tagen fast jeden Tag geschrieben habe. Wir haben gestern wieder unsere Post erhalten. Ich habe einen 43. Brief von euch vom 2. September erhalten und war noch mehr froh, 6 Pakete zu erhalten, die alle unbeschädigt waren. Es freut mich sehr und ich bin sehr dankbar, dass ihr immer so viel sendet. Ich schicke euch 100 Mark, die ich von meinem Kameraden für 20 Zigaretten bekommen habe. Bitte, wenn es möglich ist, kauft und sendet mir etwas, weil ich wirklich hungrig bin und hier wenig ist. Fügt einen Teil des Geldes hinzu, wenn es zu teuer ist, und wenn ich dazu in der Lage bin, schicke ich euch weitere 100 Mark. Ich denke, dass nichts Toni helfen kann, jetzt nicht angeworben zu werden. Aber Junge, in der Infanterie muss er viel laufen. Was werdet ihr dann ganz alleine machen? Schreibt ihr mir, was mit ihm passiert, damit ich es weiß? Wenn ihr später könnt, wenn es Winter ist, schickt mir Butter oder Fett. Der November ist vorbei, wenn ich das Paket bekomme. Damit schließe ich meinen Brief mit Gott auf meiner Seite und denke an euch. Steff. Obergefreiter August Michel, geboren 16. April 1921, vermisst Januar 43, Stalingrad. Brief der Familie an einen Kriegskameraden. Werter Herr Schupp, wie ich in der Zeitung gelesen habe, sind Sie, Hermann Schupp, in Stalingrad in Gefangenschaft gekommen. War es bei dem Zusammenbruch 1943 oder schon früher? Unser Sohn August Michel ist seit dem 3. Januar 1943 vermisst, jedoch von seinen Kameraden wissen wir, dass er am 30. Januar noch zu dem Flugplatz gefahren ist. Seine letzte Anschrift lautet Obergefreiter August Michel, Feldpostnummer 28906C, Heeresartillerie. Sollten Sie Näheres über diese Feldpostnummer oder Kameraden wissen, so bitten wir Sie höflich um nähere Auskunft über denselben. Im Voraus meinen herzlichen Dank. Die Antwort von dem Herrn Schupp. Liebe Familie Michel, ich teile Ihnen mit, dass ich Ihren Angehörigen nicht kannte. Ich selbst bin mit 5000 Mann von Stalingrad nach Pachta Aral bei Taschkent gekommen. Wir waren so schwach, dass einer dem anderen nicht mehr sehen konnte. Übergeblieben sind wir nach anderthalb Jahren mit 400 Mann. In Gefangenschaft ist Ihr Sohn bestimmt gekommen, weil er am 30. Januar noch lebte. Aber wie es weiter mit ihm wurde, das möchte ich gerne sagen, aber ich weiß es ja auch nicht. Mit freundlichen Grüßen, Hermann Schupp. Gefreiter Erich Goos, geboren 10.05.1921, vermisst in Stalingrad Januar 43. Russland, 23.12.1942. Meine lieben Eltern, meine liebe Schwester, bei der letzten Post erhielt ich von euch 3 Briefe mit den Umschlägen und den lieben Brief von dir, lieber Vater. Vielen Dank dafür. Mir geht es noch ganz gut, was ich ja wohl auch von euch hoffen möchte. Morgen ist nun Heiligabend. Das ist nun schon das 3. Weihnachtsfest, wo ich nicht zu Hause bin. Wir wollen hoffen, dass es das nächste Jahr anders ist. Wenn ich auch nicht bei euch sein kann, in Gedanken werde ich doch bei euch sein und im Gedanken mit euch feiern. Die Weihnachtspäckchen sind ja noch nicht da, aber die Vorfreude ist ja immer die beste Freude. Es ist sehr schön, dass du die Turnschuhe zurechtgemacht hast. Ich habe mir ja auch ein paar Hausschuhe gemacht, aber die sind bald wieder hin und dann werden die Turnschuhe ja hier sein. Hoffentlich kommen die Pulswärmer bald an, denn die kann ich jetzt gut gebrauchen. Sonst hier in unserem Bunker fühlen wir uns ganz wohl, wir haben einen schönen Ofen, aber bloß wenig Holz. Aber nach den Feiertagen wollen wir etwas Holz holen. Sicher ist unser Bunker auch. Da kann ruhig mal einer draufgehen. Die Fensterscheiben sind auch schon ein paar Mal reingeflogen,
aber das macht nichts. Da werden wir ein paar neue Scheiben besorgen und einsetzen. Ich liege mit Willi dicht zusammen. Willi wollte mich mal besuchen. Er war auch bei uns in der Bereitstellung. Aber ich liege noch ein paar Kilometer weiter ab. Nach dem Fest werde ich Willi mal besuchen. Ich habe mich erkundigt, wo er genau liegt. Ein Päckchen könnt ihr ruhig mitgeben. Ich hätte schon zugesehen, dass es Willi erreichte. Gestern haben wir eine Hasenjagd gemacht, auf einen Schneehasen. Haben ihn aber nicht gekriegt. Mit dem Karabiner ist das immer eine schlechte Sache. Hoffentlich kommt das Paket bald an. Ich freue mich jetzt schon darauf. Viele liebe Grüße und ein frohes Fest, euer Erich. Grüß bitte alle Bekannte. Wenn ihr noch keinen Waffenkalender geschickt habt, holt das bitte gleich nach und wenn es geht, einen von 1943. Soldat Joseph Bavey, geboren 14. Januar 1922, vermisst in Stalingrad, Dezember 1942. Lieber Georg, hier will ich dir noch vor unserem Angriff ein paar Zeilen senden. Bisher fühle ich mich noch gesund und munter, was ich auch von dir hoffe. Lieber Georg, die Stimmung ist schlecht. Der Russe ist durchgebrochen, und zwar bei den Rumänen und Italienern, und wir haben den Auftrag, ihn wieder zurückzuschlagen. Es geht aus Stalingrad raus, aber nach welche Richtung es geht, weiß ich nicht. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Der Russe will wieder Stalingrad zurückhaben und wir versuchen, es mit allen Mitteln zu kriegen. Lieber Georg, man zweifelt an allem, ob ich euch noch wiedersehen werde, aber wir wollen das Allerbeste hoffen. Ihr habt es auch schon im Radio gehört, dass hier noch schwere Kämpfe toben. Der Russe verteidigt noch die paar Steine Stalingrads. Lieber Georg, ich weiß nicht, was das alles heißen soll, nur wo es brenzlig ist, da kommen wir hin. Dabei sind wir schon so schwach. Jetzt haben wir wieder Ersatz bekommen, aber man kann nur alle zählen. Sonst ist es hier auch sehr kalt. Wie ist die Stimmung in der Heimat? Hier wartet man nur noch auf Siege, aber es geht nicht so schnell. Alles für Deutschland, nichts für uns. Nun will ich schließen. Viele herzliche Grüße sendet der Sepp. Wünsche euch ein gesundes und frohes Weihnachtsfest. Obergefreiter Lothar Böhm, geboren 29. März 1913, vermisst in Stalingrad, Januar 1943. Russland, 2. Januar 1943. Meine liebe Frau, nun schnell ein paar Zeilen. Im alten Jahr habe ich dir noch einen Brief zu Silvester geschickt. An Silvester sind wir als Infanteriekompanie ausgerückt. Abends haben wir schon in vorderster Linie unser Lager bezogen. Der Russe liegt nur ein paar hundert Meter vor uns, ist aber sonst ruhig hier. Geschossen wird ja die ganze Nacht, aber wir, sowie die Russen, greifen nicht an. Hunger haben wir mehr als zuvor. Schlafen können wir ganz wenig. Dreckig sind wir wie die Schweine. An diesem Silvester und Neujahr werde ich mein Leben dran denken. Hoffentlich bleiben wir nicht lange Infanteristen und kommen bald wieder zu unserem Wagen. Post haben wir noch immer keine. Sonst weiß ich nichts Besonderes mehr. Bleibe du und Rosemarie nur recht gesund, was auch bei mir der Fall ist. Verzeih bitte, wenn ich jetzt nicht so oft schreibe, ist mir zurzeit nicht anders möglich. Viele Grüße an alle Angehörigen. Sei du und Rosemarie tausendmal gegrüßt und geküsst von deinem Lothar. Unteroffizier Georg Beck, geboren am 10.07.1904, vermisst in Stalingrad, Januar 1943. Ein Weihnachtsgedicht. Kriegsweihnachten 1942. Weihnachten, du Fest der Freude, welch frohes Erinnern erhebt mein Herz. Wenn der Glocken feierlich Geläute, eins kündet es allerwärts. Wie herrlich war das immer da, im trauten Heim bei euch, ihr Lieben. Wie anders ist es dieses Jahr, der Feind, der stört unseren Frieden. Dennoch soll euch das Fest erstrahlen, der Kerzenschimmer edle Pracht,
derweil ich und die Kameraden der Heimat halten treue Wacht. So wollen unsere Pflicht wir tun, durch des Führers starke Hand gelenkt, geloben und nicht eher ruhen, bis wir dem Vaterland den Sieg erkämpft. Dann soll Weihnachten uns neu erstehen, noch schöner wie in alter Zeit, wenn siegreich wir uns wiedersehen, in friedvoller Herrlichkeit.